Gegen 10 vor 8 hat sich hier eine 11-jährige Leverkusenerin auf ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Schule befunden. Sie passierte zu diesem Zeitpunkt die Tankstellenausfahrt hier am Willy-Brandt-Ring. Auf dem Gelände der Tankstelle hielt zu diesem Zeitpunkt ein LKW am Steuer, ein 28-jähriger Fahrer. Er wartete dort an einem Stoppschild auf den Wechsel der Ampel am Willy-Brandt-Ring auf Grün. In dem Moment, als die Ampel auf Grün wechselte, gab er Gas. Zu diesem Zeitpunkt befand sich allerdings die Elfjährige unmittelbar vor seinem Führerhaus. Sie wurde überrollt, mitgeschleift. Passanten, Zeugen leisteten ihr Ersthilfe, alarmierten Rettungskräfte. Die Kleine wurde hier noch vor Ort reanimiert, im Rettungswagen dann in eine Klinik gefahren, wo sie dann ihren Verletzungen erlegen ist. Wir haben das Verkehrsunfallaufnahmeteam entsandt, was derzeit noch dabei ist, die Unfallspuren zu sichern, den Unfallhergang und die Ursächlichkeit aufzuklären.